auf dem grünen Sofa. Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum beschreibt das Leben der Nachkriegszeit. Zum Internationalen Frauentag erzählen Zeitzeuginnen von Erlebnissen und kommen mit den Besuchern ins Gespräch. Packendes Eishockeyfinale. In der Eisarena erleben Fans ein spannendes Spiel zum Abschluss der Saison. Dabei setzt sich der Hauptstadtclub Lokomotive Berlin gegen die Oder Griffins durch. Die Schweder Eisbären belegen Platz 3. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das Jugendensemble des Theater Stolperdraht nimmt sich den klassischen Tragödien Shakespeares an und bringt sie aufgepeppt mit viel Humor auf die Bühne. Zwischen Liebe, Tod und Teufel. Im Reformationsjahr bringen die uckermärkischen Bühnen das Luther-Pop-Musical auf die Odertalbühne. Eine herzzerreißende Geschichte rund um die Reformation. Mit Speed über die Müllerberge. Der MC Schwed ist Ausrichter der Motocross-EM in den Kategorien 65 und 85 Kubikzentimeter. Erstmals startet auch die Ladies-Klasse. Bei idealen Bedingungen wirbeln die jungen Sportler die Strecke ordentlich auf. In allen drei Klassen geht es um Punkte. Große Sause auf der Hofriva. Mit einem Sommerfest begeht der Wassersportverein PCK Schwed sein 10-jähriges Jubiläum. Gekrönt wird das Event durch die Spaßregatta. Internationales Landschaftsplenär. 12 Teilnehmer aus 5 Nationen gehen 2 Wochen lang auf Spurensuche in und um Schwed. Ihre Eindrücke halten sie in kreativen Werken fest. Zur Eröffnung werden im Rathaus Innenhof 3 neue Bronzeskulpturen des verstorbenen Künstlers Gerhard Geier enthüllt. Große Kunst von kleinen Künstlern. Zum 50. Internationalen Kinderzeichenwettbewerb werden Bilder aus aller Welt ausgestellt. Erstmals sind auch Werke aus Namibia dabei. Zwergnase bricht alle Rekorde. Das Weihnachtsmärchen der uckermärkischen Bühnen Schwed ist ein Kassenschlager. Mehr als 16.000 Leute sehen das Stück, davon fast 6.000 polnische Gäste. Von wegen Couch Potatoes. Die erste Jugendsportnacht in der neuen Zeit trifft den Nerv der jungen Leute. Bis Mitternacht wird bei Musik gekickt, gebaggert und geworfen. Spaß ohne Sofa und Kartoffelchips, organisiert von den Jugendclubs Karthaus und Kühls. Freileben ohne Gewalt. Schwed setzt zum Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen ein sichtbares Zeichen und macht mit einem gemeinsamen Tanzkurs Mut.